King of Iron Fist Tournament. Enter the Tekken. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Enter the Tekken. Und hier sind wir wieder mit Tekken 2. Und wie ich eigentlich in der letzten Folge bei Kazuya schon gesagt habe, wir werden hier einen alten Bekannten wiedersehen. Ja, wir werden ihn jetzt sehen. Und zwar ist das King. Den habe ich hier noch gerne gespielt in Tekken 3, also es wurde dann von Teil zu Teil immer weniger, aber ja. Ach komm. Ach komm. Ja, und ich habe noch mega Spaß an dem. Badams. Den kann er immer noch. Beine brechen. So. Badam, weg ist er. Ja, mit den Charakteren habe ich am meisten gespielt, aber so wirklich habe ich auch mit ziemlich allen gespielt hier. Das lässt er sich nicht mit mir machen. Frankensteiner, mein Freund. Und weg mit dir. Wollen wir nicht rumspielen. Und wie gesagt, Tekken 2, wirklich großartiges Spiel. Habe ich auch wirklich sehr viel gespielt. Bombs, Alter. Und ich finde hier, King ist noch relativ dynamisch. Oh, komm. Echt jetzt? Da duckt er sich. Au, 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 au. Nee, 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 mein Freund. Das müsste eigentlich sich anders anhören bei ihm, aber scheiß drauf. Das ist Tekken. Boom, Dropkick in your face. Dams! Außerdem sieht King hier deutlich besser aus. Sein Alternativ-Outfit ist auch gar nicht mal schlecht. Also das, was man im Tour gesehen hat. Aber ich habe das gewählt, weil wir werden das Outfit zum letzten Mal sehen. Und in Tekken 3 wird es dann das, was man so kennt. In den anderen Teilen, ja. Oh Mann. Die Hitbox ist kleiner geworden. Bom. Einfach. Einfach treten. Nee, das muss ich anders machen. Nee, das ist. Jetzt kann man ja richtig schnell aufstehen. Das geht nicht.
Nee, das ist echt riskant. Ich will's aber echt. Ich will's aber auch so beenden, ne? Das ist so miese Scheiße. Nee, er reagiert drauf. Das ist. Nee, 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 ich wollte es zu schön machen. Da wollte ich es zu schön machen, meine Damen und Herren. Ah, der Damage, ey. Nee, er lässt nicht, er lässt nicht. Nee, da reagiert er sofort. Boah, es ist echt schwer. Da kann er nichts mehr machen, wenn das kommt. Bam! Nee, ich will zu viel wieder. Nee, da hat mich sein Bein getroffen. Aber wie? Ui. Volle Kanne. Frankensteiner, Baby. Und weg. Au, 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 au. Oh, er springt direkt dahin. Das ist so geil. Das ist ja viel besser als in Tekken 1. Dropkick. Yeah, bams. So. Oh, Stage 3. Ja, mit King stelle ich mich echt ein bisschen dusselig an. Weil ich vieles schön machen will. Ja, du. Ich habe viel bessere Tricks drauf. Das ist aber mein Verhängnis. Er war jetzt recht gleich von den Moves her, aber die gehen am schnellsten. Alter, gerade noch so bewegt. Oh, diese Combo. Ah. Die Tastenkombination ist an sich ein bisschen flicklig, was das angeht. Aber das. Ach komm. Und weg bist du.
Echt guter Konter. Wenn die laufen, können die ja nicht anders. Einmal die Beine. Au. Da geht sie extra zurück. Bums, weg. Einmal zack. Einmal mitkommen. Jun Kazama. Ja, meine Damen und Herren. Da sind wir mit der abgegangen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich werde es ja sehen. Zeitpunkt der Aufnahme. Ist es noch alles noch nicht fertig, aber dann schon. Bin immer sehr gespannt. Oh mein Gott. Oh, was? Wow, gerade das Bein. Ja, das ist echt immer fies, dass man das machen kann. Nee, das ist dumm gewesen. Das Besondere hier, King rennt da auch immer gleich richtig hin zum Gegner, ne? Also das ist... Bam! Das ist sehr effektiv, also das ist in dem Kommando schon drin. Wenn du das drückst, er rennt sofort hin, damit das definitiv treffen kann. Das ist schon mega cool. Round one. Fight. Okay. Frankensteiner, wie im ersten Teil, mein Freund. Aber da... Perfekt. Ist mir egal. Du sollst bloß daneben mir nicht rankommen. Wie knapp war das? Naja, gar nicht. Na, ich dachte, ich überrasche ihn, aber... Ja, nee, er hatte sich geduckt. Frankensteiner. Er hat ihn abbekommen. Oh, come on. Heihachi. Heihachi. Ah, das war blöd. Oh, shit. Nee, da reagiert er sofort. Das ist so ein Poser-Ding. Ja.
on, Alter! Nee, das ging ganz schön vorbei. Nee, da ist er. Da ist er jetzt sehr pissig. Oh, ich dachte, ich krieg ihn. Ja, nee, komm. Ah, das ist mir... Ja, ich bin ein bisschen eingerostet, was das angeht. Weg mit dir. Einmal über die Schulter, Hayachi. So, komm mal. Nee, da macht er anders. Ja! Geil! Das ist ein Ende. Dumms! Jawohl. Aber er bleibt liegen. Ja, auch sehr gute Texturen, muss ich sagen. Die gefallen mir. Nina. Sag mal, kicken hier die härtesten nur ab, oder was ist hier los? Bam! Eck! Round two. Fight. Ah, shit, hat sie nicht bekommen. Oh mein Gott, Nina, come on, ey. Jawoll, ey. Ah, da kommt wieder diese komische Hand, ey. Einfach rüber. Weg. So. Das ist ein Akt, Leute. Das glaubt ihr mir nicht. Das ist schon richtig schwer. Nein, sie ist nach vorne gekommen. Um mir dann den richtig harten Arm zu brechen, ey. Da kriegen die mich? Frankensteiner, Baby. Das kann die nicht ab. Knie ins Gesicht! Yes. Ich krieg schon meine Siege. Armor King, ist klar, ist sein Rivale.
Unser Mentor. Die Jagd nach dem Ellbogenschlag. You win. Round two. Fight. Oh, da hat er mich aber weit geworfen. Ach komm, Alter. Einfach kicken. Komm schon. Frankensteiner kriegst du ab. Ach, jetzt ziehst du es ab. Jetzt ziehst du es ab. Bumm. Dann kicke ich auch einmal. In die Fresse. Du, da mache ich keine halben Sachen. Okay, Kazuya. Nö, wenn du zu mir kommst. Kicken. Damn, Alter. Oh shit. Kazuya. Nein. Komm schon. Ach komm. Kick, Alter. Kazuya beim ersten Mal. Was geht? Devil. Okay, den müssen wir bekommen. Round one. Fight. Nee. Nee, das wird jetzt schwierig. Ja, nee, da reagieren die ganz scharf drauf. Ja, nee, komm, da hat er mich jetzt auf die andere Seite gelegt. Scheiße. Nee, dumm. Och, come on. Alter, der ist ja richtig aggressiv. Frankensteiner Babe. Schade. Auf engstem Raum, ey. Oh, das war geil. Er wollte schießen. Und ich mach die Funkstelle. Yes, Leute. Yes. Sag ja. Macht mega Spaß immer noch, das Ding, ey.
Jetzt im Winter. Oh, er hat Geschenke für die Kinder gebracht. Und es sind wieder die Kinder, der... Es sind wieder die Kinder von den Entwicklern. Ja, sie mögen King immer noch, auch wenn er kurz da unten war. Ja, meine Damen und Herren, das wär's mit Tekken 2. Ja, wie gesagt, ich glaube, ich habe genug von diesem Teil erwähnt, wie gut es ist. Das wär's erstmal mit den Arcade Runs. Und es wurde dann nur gefolgt von einem, von einer Legende, wie man sich sagt. Oder wie der gute Beat'em'up Master und ich sagen, Codewort, wer ist Kazuya? Bestimmte Leute werden wissen, was ich meine. Und wenn nicht, dann lasst euch überraschen. Denn es werden zwei Charaktere, die ich in diesem Spiel lieb gewonnen habe, im nächsten Teil nicht mehr vertreten sein und erst in den 2000ern wiederkommen. Und der dritte Teil, ja, was soll man sagen? Da werden wir viel mehr drüber sprechen, wenn wir es aufnehmen. Ich möchte nicht zu viele Worte drüber verlieren. Aber wie gesagt, Tekken 2 ist ein verdammter Klassiker, der zu jeder PlayStation-Sammlung gehören sollte. Denn ohne das wäre die PlayStation 1 auch nicht da, wo es ist. Und Tekken 3 wäre nicht dadurch entstanden. So. Das sind so. Und wie gesagt, ich habe nicht nur die gespielt, ich habe auch gerne Baked Sun gespielt, Kunimitsu. Devil mal ab und zu. Einmal querbeet durch, weil alle Charaktere sind super. Aber das sind so meine drei Lieblinge gewesen, die ich gespielt habe. Bei Tekken 3, ja, da wird eine kommen. Leute, die mich kennen, wissen schon Bescheid. Das war quasi gesehen dann meine, ja, quasi gesehen mein neuer Main. Weil das Spiel Wer ist Kazuya nun mal nicht da war. Und ja, da musste ich mir halt Ersatz suchen und, sie war quasi gesehen für mich eine sehr gute Offenbarung, was der Spielbarkeit angeht. Aber das wär's mit Tekken 2. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst doch ein Like da, überhaupt ein Däumchen. Und wenn euch nicht nur mein Tekken-Stuff gefällt, hinterlasst doch ein Abo da, eine Glocke. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hatte sehr viel Spaß gemacht, nochmal in Tekken 2 wieder reinzuspielen. Ich habe natürlich alles freispielen müssen, extra für euch, aber das hat mega Spaß gemacht. Hier nochmal zum Ende dieses fantastische Intro. Ich kann mich nicht genug satt dran sehen und diese Ästhetik behalten sie jedenfalls bei und setzen nochmal einen richtig drauf, was den nächsten Teil angeht. Ja, wir haben sogar jetzt auch mal einen Jackie Chan drin. Die erste würdige Vertretung von Jackie Chan, der Lei Wulong. Ja, und diese Sequenz dient alleine nur da, wie gut sie in FMV-Sequenzen Haber darstellen können. Und hier haben sie diesmal jetzt wirklich Bruce Lee gemacht. Hier, da ist er. Bruce Lee. Ja, und jetzt ist es. Hier ist Jack 2 mehr Terminator. Ja, anscheinend ist King in Ungnade gefallen und da kommt sein Mentor. Ja, und Fun Fact nebenbei, Tekken 2, dieses Turnier dient dazu, Kazuya hat ja das Mishima Imperium ja übernommen, nachdem er Heihachi vom Berg geschmissen hat und der wieder hochgekrochen ist. Er hat dieses Turnier stattfinden lassen, um endgültig seine Feinde zu beseitigen. Das war der Grund. Kein anderer, ganz simpel. Ja, alles klar. Ich würde sagen, ich bin die Kate des Game Stage 5 und wir sehen uns zum Gipfel der
ja, zum Gipfel der PlayStation, der PlayStation 1 Fighting Games. Alles klar. Reingehauen und hoch den Daumen.